Guten Morgen am Mittwoch früh 8.30 Uhr mit dem ersten Blick in die Märkte, bevor es richtig losgeht. Heute mit Euro, japanischen Yen, britischen Pfund, Kan-Dollar und dem FTSE 100. Das an dieser Stelle. Die Ideen für den heutigen Tag und natürlich meine Einladung an alle, die hier live zuschauen. Gerne den eigenen Wunschchart analysieren lassen. Dafür sind wir hier. Das mache ich sehr, sehr gerne. Bevor wir ins Webinar hineingehen, selbstredend wieder der Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Elena Ludger, guten Morgen an euch beide. Ja, was geht an den Nachrichten? Wir wissen es, jeden Morgen sind Nachrichten sehr, sehr wichtig, zumindest die Nachrichtenplanung, weil das Ganze kann für ordentlich Bewegung sorgen. Heute bitte auch nicht die Augen reiben. Wir haben Mittwoch, da gibt es EZB, Pressekonferenz und Zinsentscheid. Das ist normalerweise immer an einem Donnerstag und auch noch eine Woche später. Aber wir haben ja Ostern und damit alles etwas anders. Aber gehen wir hier auf die einzelnen Daten für den heutigen Tage mit ein. Heute ein bisschen sortiert nach den Zeiten hier um 10.30 Uhr bekommen wir aus Großbritannien Informationen zum Bruttoinlandsprodukt, zur Industrieproduktion und zur Produktion des verarbeitenden Gewerbes sowie zur Handelsbilanz und der Nicht-EU-Handelsbilanz. Das wichtige Daten aus Großbritannien. Weshalb ist das wichtig? Das Thema Brexit ist immer noch nicht vom Tisch. Das heißt, das wird schon genau beäugt, ob diese, sag ich mal, Rangeleien um Brexit-Themen hier möglicherweise zu Verwerfungen in der Wirtschaft führen. Was bekommen wir noch? Blick auf das Öl. Wir bekommen um 13 Uhr den OPEC-Monatsbericht. Und dann um 13.45 Uhr geht es in Richtung EZB. Also da gibt es hier den Zinsentscheid. Man rechnet nicht mit Veränderungen. Und dann geht es um 14.30 Uhr hier in die Pressekonferenz der EZB. Und da wird sehr, sehr spannend sein, was Herr Draghi uns hier erzählt. Ich bin mir sicher, da wird jeder mit gespitzten Ohren hinschauen. Dann auch um 14.30 Uhr aus den USA. Wir bekommen dort den Verbraucherpreisindex um ja, die Wirtschaft aus dem März. Und dann gibt es am Nachmittag, wie jede Woche Mittwoch, wenn alles in normalen Bahnen läuft, die Rohöl-Lagerbestände. Dann bekommen wir um 20 Uhr noch das Haushaltskonto und heute wieder das Sitzungsprotokoll. Also heute ein sehr, sehr wichtiger Tag, ein sehr, sehr spannender Tag von der Nachrichtenseite. Heute kann viel, viel Impact kommen, gerade weil wir zwei Notenbank-Sitzungen haben. Einmal am frühen Nachmittag, einmal am späten Abend. Interessant wird das Ganze auf alle Fälle. Und damit gehen wir gemeinsam in die Chart hinein. Hallo Andreas, grüß dich. Und wir starten mit dem Währungspaar Euro-Japanischer Yen. Wenn man sich diesen Markt, diesen Chart so anschaut, da kann man mittlerweile die ein oder anderen Ideen in Richtung der neuer Tiefs bzw. in Richtung Jahrestief beginnen zu überlegen. Warum? Wir sehen folgende Situation. Hier war der starke Schub nach unten, die Gegenbewegung trendig schön gelaufen. Jetzt ist der Trend gebrochen, es hat sich ein neuer Abwärtstrend gebildet. Wie sieht es jetzt aus? Wir haben aktuell noch die regressive Phase. Sehen wir sehr, sehr schön hier, schön der Hochlauf. Was sehen wir auch? Wir sehen, dass momentan hier oben in diesem Bereich um die 125,6 so ein bisschen die Luft rausgegangen ist. Das ist erst einmal ein kurzfristiges Zeichen. Aber wir haben einen laufenden Abwärtstrend. Wir sind relativ weit in die Korrektur hineingelaufen. Die Korrektur kann sich mit Sicherheit noch weiter ausdehnen. Rein technisch hat sie ja Platz bis hier oben ans Korrekturhoch bei 126,788 beziehungsweise ein Sprung hier oben drüber kann auch mal fix dazu führen, dass wir hier ans Hoch dieses Außenstabes ranlaufen. Das haben wir bei 126,178. Aber man darf auch nicht vergessen, hier oben wollte der Markt die letzten beiden Tage nicht wirklich drüber. Heißt also, hier könnte sich eine Umkehrformation bilden und beziehungsweise hat sich schon gebildet. Und wenn diese Umkehrformation nach unten aufgelöst wird, das heißt hier unten drunter und das Tagestief vom 8.4. läuft, das haben wir liegen bei 124,978,
dann ist das der Punkt, wo man sich auf die Lauer legen kann, mit einer relativ engen Absicherung das Potenzial nach unten mitnehmen kann. Wir sehen hier auch noch ein paar Tagestiefs. Diese Tagestiefs sind auch swinglos aus dem Stundenaufwärtstrend. Den gucken wir uns gleich mal an. Die liegen hier um die 124,475 und dann haben wir unten schon den Support am Trendtief bei aktuell 123,82, gefolgt vom nächsten Support. Und wenn das alles nach unten wegbricht, wird der Weg nach unten frei. Bis dahin ist noch ein Stückel Zeit, ja, also rein aus dem Grundgedanken heraus, Handel aus der korrektiven Phase in Richtung des Trends bis zum alten Tief hier unten, haben wir einiges an Potenzial. Wenn da noch mehr rauskommt, ist das ein Geschenk, das wir vom Markt sicherlich gerne auch entgegennehmen. Ich hatte avisiert, wir schauen mal in die Stunde und das machen wir auch, weil wir in der Stunde sehr, sehr schön sehen, was los ist. Und da sehen wir nämlich schon das Schwächesignal. Ich zoome das mal kurz etwas weiter zusammen. Wir haben hier die trendförmige Aufwärtsbewegung, alles schön am Laufen. Und hier ist die Situation, hier gab es das Hoch und jetzt trendet der Markt so langsam runter. Das heißt, wir haben hier definitiv einen Doppeltop. Wir haben definitiv mittlerweile untergeordnet in der Stunde einen abwärtsgerichteten Markt. Und wenn wir jetzt hier den Fortlauf bekommen aus der Korrektur heraus und dann unten drunter fallen, dann haben wir das Zeichen, dass wir hier diesen Aufwärtstrend definitiv gebrochen haben. Und dann haben wir hier diesen schön nach unten laufenden Abwärtstrend, der in diesem Fall dann schön mit seinen korrektiven Phasen und den Bewegungen nach unten sich schwingt. Und die Anlaufpunkte sind dann auch ganz klar, ganz schnell gefunden. Ich hatte es im Tageschart auch gezeigt hier. Das ist ein Bereich im Stundenchart. Das ist ein Swinglow gewesen um die 124,475. Das sehen wir auch hier. Und dann selbstverständlich hier unten der Widerstand, beziehungsweise nicht der Widerstand, die Unterstützung am Bereich hier unten, wo das Trendtief ist. Dort könnte es erst einmal zu einer großen Gegenbewegung kommen oder genau durchlaufen. Das weiß ich nicht. Nur wenn man mal sieht, wie man jetzt reingehen kann, das heißt, welches Risiko man hat, wenn man sich beispielsweise oben am aktuellen Hoch absichert und dann nach unten traden möchte, das ist schon ein sehr, sehr schönes CRV, was man gut und gerne nutzen kann. Zumal man hier bei uns bei Tickmill auch zu sehr, sehr hervorragenden Konditionen das Ganze traden kann. Passt alles schön zusammen. Blicken wir in den nächsten Markt hier. Wir bleiben bei den Währungen. Jetzt im britischen Pfund Kandola. Auch hier sehen wir aktuell laufend einen Abwärtstrend. Aber dieser Abwärtstrend ist schon in seine Bewegung reingelaufen und ist am gestrigen Tage hier in das Tief, in das aktuelle Trendtief um die Marke von 1,735 hineingelaufen und hat dann mit Unentschlossenheit den Tag sozusagen beendet. Wir sehen das an diesen Kerzen mit den ausladenden Ober- und Unterseiten und den kleinen Kerzenkörper in der Mitte. Das heißt, der Markt hat hier mit Sicherheit noch keine Entscheidung getroffen. Heißt also, wenn wir hier etwas Stärke weiterbekommen, das heißt, diese Unentschlossenheit von oben heute weggemacht wird und wir laufen übers Tageshoch drüber raus, dann haben wir die Chancen, oben reinzulaufen. Das heißt, die nächsten beiden Tageshochs liegen ja auch in greifbarer Nähe. Spikes sind immer möglich. Wir haben hier die Marken von 1,74,863 beziehungsweise hier dann die 1,75,274. Auf der Oberseite mit Blick nach unten hin laufen wir wieder unten in den Support hinein und dann drunter unter das Trendtief hier unten. Dann haben wir die Chance weiter runter zu laufen. Nächster Support wäre dann hier an diesem Level möglicherweise bei 172,950. Nach unten hin haben wir dann auch noch einige Marken, die mit da sind. Aber eins darf man halt auch nicht vergessen. Das, was wir hier in diesem Bereich jetzt sehen, ist die korrektive Phase des ganz großen Bildes. Wenn wir uns das mal anschauen, ich habe das hier mal kurz aus der Woche rübergezogen. Man sieht es, na gut, in dem Tag sieht man es etwas besser. Die großen Schwünge, die man hier hat, ich mache das Bild mal ganz kurz etwas kleiner. Wenn man sich das ganze Bild mal annimmt, der Markt tendiert doch eher schon nach oben. Das heißt, was wir hier jetzt sehen, ist erst einmal die Korrektur dieser letzten doch sehr starken Bewegung. Also auch hier haben wir als Händler wieder die Möglichkeit, verschiedene Dinge auch anzunehmen. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise kein neues Tief bekommen, sondern der Markt so langsam nach oben schwingt, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass wir wieder diese große Vorrichtung mit aufnehmen. Also auch hier gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Im kurzfristigen Trading allerdings ist es wichtig, dass wir uns auf den aktuellen Trend verlassen. Und der ist hier in Rot gekennzeichnet, der ist abwärts gerichtet. Und wenn es hier zu einer Fortsetzung kommt, dann haben wir erst einmal die Unterseite offen. Kleiner Abprall nach oben, natürlich in die Tageshochs hinein. Und damit gehen wir zum
Index nach Großbritannien zum FTSE 100. Das Kürzel hier UK 100 schauen wir uns auch im Tageschart mit an. Die Situation hier aktuell sehr, sehr interessant, was hier oben passiert. Wir sind schön weit reingelaufen, auch in die Bewegung hinein, haben hier oben um die Marke von 7460 einen Widerstandsbereich gefunden, wo wir am Montag und am Dienstag doch Signale für Schwäche gesehen haben. Die sind noch nicht bestätigt. Das heißt, der kurzfristige Abprall von hier oben ist erstmal durch. Jetzt kommt es drauf an, was macht der Markt aus dieser Situation? Heißt also, bleibt es bei einer flachen Korrektur? Das heißt, wir laufen von hier aus wieder nach oben, beziehungsweise vielleicht auch noch bis zum Pivotpunkt hier am Tagestief bei knapp 7400 Punkten. Dann dreht der Markt wieder hoch, dann haben wir die Oberseite wieder auf der Ober. Das heißt, dann drehen wir von unten rum und haben die Chance, tatsächlich über das Widerstandslevel hier drüber hinauszulaufen, über das Tageshoch von gestern bei 7477 Punkten. Und das eröffnet uns dann die Chance, aufs Hoch hier zu laufen. Das Hoch haben wir hier drüben gehabt, das war das Korrekturhoch aus dem Monat, wann war es gewesen? Vom 27.09.2018, also aus September letzten Jahres, das war das Korrekturhoch, eines der Korrekturhochs dieses Abwärtstrends. Hier also eine Marke nach oben. Entscheidet sich der Markt allerdings, die Schwäche etwas auszubauen, das heißt in die korrektive Phase hineinzulaufen, dann haben wir hier ein paar Widerstände nach unten hin liegen. Den ersten, der dann kommt, ist hier das Ausbruchsniveau aus diesem Trend hoch um die Marke von 7370 Punkten. Hier unten weit, weit weg. Das lädt richtig weit aus. Ne? Da sind es die 7145 und dann hier unten drunter im Tageschart noch die 7665. Ich persönlich, wenn man mich fragt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir hier unten reinlaufen. Heißt also an dieser Stelle, ich denke eher, es wird sich irgendwo hier in diesem Bereich dann einpendeln und da kann man ganz gut auch nutzen, wenn wir den Blick in die Stunde mal reinschauen. Das mache ich ja immer wieder, das zeige ich auch hier, wenn wir uns diesen Aufwärtstrend mal nehmen nach oben, da haben wir immer wieder Marken, die sind interessant. Das sind hier diese Bereiche, diese Swing-Lows, die wir aus der Korrektur haben oder sowas hier, wo der Markt gedreht hat. Das sind alles Dinge, da kann man Aufhaltepunkte finden, wo wir möglicherweise Händler haben, die mit Orders warten, wo es dann wieder weiter entsprechend nach oben geht, weil der Markt dort als Pivot nach oben dreht, weil dort wieder Kaufstärke reinkommt, beziehungsweise wer einen Trend nach unten tradet, kann dann halt sagen, okay, wenn dort keine Stärke reinkommt, sondern eher Verkaufsdruck, das sind dann möglicherweise Stellen, wo Verkaufsorders liegen. Das heißt, da drückt es den Markt dann runter. Da haben wir Ansatzpunkte, je nachdem, was wir hier spielen, wie die Verortung ist, die wichtigen Marken. Da müssen wir schauen, wie sich der Markt verhält und uns dann entsprechend dem Markt anschließen und homogen mit ihm traden. Genau nach dem Motto, the trend is your friend. Das zum UK 100. Jetzt machen wir heute mal noch einen kleinen Ausflug in den Euro-US-Dollar. Warum mache ich das? Wir haben heute... Wir wissen es, die Notenbanksitzung, ich hatte es ja gesagt, hier im Tageschart, der Markt antizipiert momentan, was etwas, sage ich mal, dass die Kurse doch ansteigen lässt. Das ist das Vorfeld, was wir haben, das ist eine Erwartung, die der Markt hier momentan entsprechend auch einpreist. Und hier muss man einfach sehen, was rauskommt. Wir sehen es ja hier, wir hatten das Handelskonzept hier aufgestellt, der Abprall von unten, wo hier Marken sind, wo wir reinlaufen können. Die haben wir mittlerweile auch mit abgefrühstückt. Daran sehen wir auch, wie gut das ist, wenn wir hier morgens solche Dinge besprechen, den Fokus auf sowas legen, weil das sind wirklich Chancen, wo wir richtig gutes Geld verdienen können als Händler. Man muss es halt entsprechend im eigenen Portfolio umsetzen und das Ganze dann machen. Jetzt haben wir hier den ersten Rücklauf gehabt und heute wird es dann wirklich sehr, sehr spannend, was passiert. Wir haben hier unten das Tagestief von gestern, wir haben oben das Tageshoch von gestern. Aktuell prallen wir unten vom Tagestief ab und laufen nach oben. Das ist also etwas Stärke, was da kommt und das sieht man dann sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir mal in die kleinen Zeiteinheiten hier rein, beispielsweise in die 5 Minuten. Da sehen wir das sehr, sehr schön, wenn wir im Bereich der Tiefs hier abprallen. Hier unten, das war so ein Tiefbereich. Da sind wir reingelaufen und der Markt fing hier an, schön nach oben aufzutrenden. Das sind so die Geschichten, wo wir sehen, da geht der Markt in eine Umkehr rein und trendet nach oben. Und genau so sieht das Ganze aus, wenn plötzlich am Tagestief vom Vortag Kaufstärke reinkommt. Das ist das, was wir dann nutzen können. Und gerade an Tagen wie heute, wo wir wirklich solche News
vor uns stehen haben. Da kann man wirklich sehr viel machen. Jetzt bereitet der Markt gerade den Anlauf nach oben vor, ist quasi hier schon im Gange. Was dann heute Nachmittag kommt, werden wir sehen. Das wird sich dann um spätestens 14.30 Uhr zeigen, wenn Mario Draghi spricht und wir das Ganze hier live auch beobachten können. Also diese Dinge haben wir auf alle Fälle da. Wer mag, ich warte einfach mal ab auf Rückmeldung hier im Chat. Wir können gerne heute um 14.30 Uhr mal live reinschauen, was die Märkte machen, wie der Euro hier reagiert. Das können wir hier machen. Ich habe es definitiv auch auf der Uhr. Das heißt, wer mag, gerne eine kurze Info und da setzen wir uns hier live zusammen und beobachten einmal das Geschehen hier im MetaTrader. An dieser Stelle schaue ich nochmal in die Chats. Fragen habe ich momentan keine. Ich lade jeden ein, hier morgens auch mit hineinzukommen. Die Videos, die wir hier machen, sind wirklich sehr, sehr schöne Handelsideen. Freitag gibt es dann auch noch den edukativen Bereich. Wir sehen es im Video auch mitlaufen. Wir sprechen über den RSI und wie wir damit unsere Vorteile im Markt auch suchen können. Also wieder etwas Richtung Trading-Strategie. Und damit, ja, sage ich mal, erst einmal tschüss für den Vormittag. Und ich würde sagen, wir machen hier gegen 14.30 Uhr mal eine Live-Schalte rein in den Euro-US-Dollar und gucken mal, was an dieser Stelle so passiert. Ich freue mich drauf und sage tschüss, bis nachher. Mach's gut.